Einen wunderschönen guten Morgen und einen tollen Monatsbeginn wünsche ich dir heute am 1. Juli 2020. Großartig, schön, dass du dabei bist und den Juli mit mir gemeinsam und den Engeln gemeinsam beginnst. Und wir wollen heute durchstarten, wie immer, mit deinem Tagesorakel. Erzengel Raziel sagt dir, dass sich göttliche Geheimnisse offenbaren. Du bist eine spirituelle Seele in einem menschlichen Körper. Göttliche Geheimnisse werden sich dir offenbaren, werden sich durch Erzengel Raziels Begleitung offenbaren. Bitte ihn um Hilfe und Unterstützung, dass wir zu großen Erfolgen führen, sagt der König der Erde. Zeigt, du sollst einfach mal vertrauen. Nimm das an, was die Engel dir heute anbieten. Annehmen, annehmen, annehmen. Es kommt so viel Gutes zu dir. Und wenn du heute neue Dinge anfasst, dann werden sie im wahrsten Sinne des Wortes zu Gold. Vorträge und Reden. Also mal überlegen, ob du vielleicht mal einen spirituellen Vortrag besuchst oder eine spirituelle Rede besuchst und schaust, dass du dir wirklich mal anhörst, was die Engel zu sagen haben. Das ist wichtig, denn es gibt wichtige Botschaften, die sich dir dadurch offenbaren, sagt Erzengel Gabriel. Bleibe positiv. Erzengel Raphael ermutigt dich, zu positivem Denken, deine Gedanken, Worte und Gefühle positiv zu halten. Und dafür möchten wir das erste Gebet heute sprechen. Und du weißt, wenn du das Gebet unterstützt, dreimal Amen 777 in die Kommentare. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, danke, dass ihr mir helft, optimistisch zu bleiben und adäquate Schritte zu unternehmen, die mir, meiner Liebe und meiner Gesundheit dienlich sind. Auch hier sagt Erzengel Raphael nochmal, wie sich das ergänzt, positive Gedanken führen zu positiven Resultaten. Du siehst, Raphael und Michael sind sich mal wieder einig, wie sollte es anders sein in den Engeltrends für den heutigen Tag, und auch dafür wollen wir natürlich beten. Göttliche Liebe und Weisheit, ich rufe dich jetzt an. Ich weiß, dass mein Geist und meine Emotionen ewig und kontinuierlich mit dir, oh Gott, verbunden sind. Ich bitte mein höheres Selbst, wachsam und sich der Liebe und des Lichtes in jedem Menschen und jeder Situation bewusst zu sein. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir nochmal einen ganz, ganz tollen 1. Juli. Gott segne und beschütze dich und erlasse seine Engel über dir leuchten, deinen Weg bewahren. Licht und Liebe, bis bald. Euer und dein Udo Wolf. Tschüss.